Hallo, ihr Lieben, wir machen heute zusammen eine Tasse. Kaffeetasse, Teetasse, wie auch immer, kann man sehen, wie man möchte, die ihr entweder selber nutzt oder verschenkt. Habe ich vor 2 Jahren schon mal gemacht und ich dachte mir, komm, ist ein Renner, ich finde sie toll, machen wir nochmal. Deswegen, ja, ihr braucht ein A4 Farbkarton in der Farbe eurer Wahl. Ich habe mir ein schönes Rosa rausgesucht, habe leider kein helleres. Hätte gerne noch ein helleres Rosa gehabt. Aber das tut's ja auch. Und dazu braucht ihr dann noch Farbkarton. Designerpapier nach eurer Wahl. Ich habe hier von Kreativ Depot diese schönen Kirschblüten. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und dachte mir, das passt gut zusammen. Davon brauchen wir aber nicht so viel. Also das ist ja hier 30x30 Bogen. Davon brauchen wir aber nur ein paar Zentimeter. Hiervon brauchen wir aber ein ganzes A4 Blatt. So, und da muss ich jetzt auf meinen schlauen Zettel gucken, was wir da jetzt erstmal abschneiden müssen. Genau, wir müssen lange Seite zuschneiden. Also einmal auf der langen Seite schneiden. Ich hoffe, es ist hell genug. Wenn nicht, muss die Lampe noch mal ein bisschen heller tun. Auf 25 cm. So. Denn der Rest wird unser Henkel. Das können wir quasi schon mal beiseite tun. Das müssen wir uns dann nur mal zurecht biegen, falzen. Na, einmal in der Mitte knicken und dann falzen. Dann haben wir schon einen Henkel. Ganz einfach. So. Wir falzen eine Runde. Wir fangen auf der langen Seite an. Bei 4 cm. Also lass das jetzt einfach so liegen. Ja, und dann bei 4 cm. Bei 8. Bei 12. Also alle 4 cm. Ich schreibe euch natürlich alles unten rein. Bei 12. Bei 16. Oh ja. Das ist ja bei der Fiskars wieder schön, wo hier die 16 ist. So, Moment, jetzt muss ich wirklich mal gucken. Also, das ist wirklich ein Nachteil bei der Fiskars. Wo ist hier die 16? Ich schätze jetzt einfach mal. Hier ist die 16. 16, 20 und 24. Ich habe mir gerade noch die Hände eingecremt. Ich hoffe, also falls ihr jetzt irgendwelche Stellen auf dem Papier seht, das ist meine Creme. So, und 24. Und da hinten bleibt ein Zippel übrig. Bei dem Zippel schneiden wir dann so einige Sachen weg, aber es kommt hier eine Klebelasche raus. Ne? Deswegen so klein. Jetzt falzen wir auf der kurzen Seite bei 5 und bei 13. Moment, ich muss noch mal gucken, ob das auch. Genau, bei 5 und bei 13. Dann haben wir einmal alles fertig gefalzt. Ja, doch, ich war gerade verwirrt. Alles gut. Also bei 5 und bei 13 an der kurzen Seite falzen. 5 und na, 13. So. So, bevor wir hier das jetzt zurechtschneiden, wenn wir jetzt gerade mal den Papierschneider da haben, schneiden wir uns gleich das Designerpapier zurecht. Ich messe jetzt lieber nochmal nach. Ich habe mir jetzt ja eine Maße aufgeschrieben. Ich bin mir aber ehrlich nicht sicher, ob die hier reinpasst. Ich guck lieber noch mal. Also, ja doch, irgendwie. Ich hatte irgendwie komisch. Also doch. Gut. So, wir brauchen 6 Stück. 2, 4, 6. 6 Stücken von dem Designerpapier. In den Maßen. Ja, na super. Jetzt ist meine Falzklinge so irgendwie auseinander. Da hat sich da ein Stück gelöst, aber das ist ja bei denen nicht schlimm. Das pappe ich dann später wieder drauf. So. Also, wir brauchen 3,8. Ich hoffe, es ist auch richtig rum. Ja, ist richtig rum. 3,8. Machen wir gleich 2 Bahnen, weil eine Bahn reicht nicht.
Also mal 7,7. Na, 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 na. Du kommst hier hin. So. Mal 7,7. Ich hoffe, das haut hin. So. Und das Stück ist zu wenig. Das können wir dann aber für was anderes noch verwenden. Jo. Kannst du noch gar nicht so viel reden mit euch gerade, ne? Wei, wei. So. Autsch. Die können weg. So, jetzt haben wir hier 6 Stück. Ach, schön, das Papier ist so toll. Ich überlege gerade, brauchen wir das? Nee, das brauchen wir nicht mehr. Papierschneider kann weg. So. Das haben wir zurechtgeschnitten. Jetzt nehmen wir wieder unsere Tasse an sich und schneiden jetzt ein bisschen zurecht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was hier ist. Ist das der Boden? Ne, das ist ein bisschen groß für den Boden. Okay, also das kleinere Stück hier unten sind die Bodenlaschen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Weil das hier, das ist ja eigentlich so groß wie das, das wird einfach nach innen geklappt. Schneiden wir auch nicht extra rein, das Schwachsinn. Brauchen wir einfach nur bekleben. Ne? Könnt ihr Flüssigkleber, doppelseitiges Klebeband dann nehmen. Werdet ihr gleich sehen. Jetzt hatte ich gerade überlegt. Gut. Ihr nehmt jetzt euch eine Schere. Ihr seht hier. Ich hoffe, ihr seht alles. Ich kann gerade irgendwie nicht so gut über mein Handy gucken. Die Lasche hier. Da schneiden wir hier an der Falz unten ein und schneiden hier schräg weg. Na? So. Einmal umdrehen. Hier genau dasselbe Spiel. Einmal an der Falz lang schneiden. Und so schräg ansetzen und zur Falz hin. Damit haben wir eine Klebelasche. Muss auch nicht schön aussehen. Hauptsache, sie klebt. So, wenn wir jetzt gerade beim Schneiden sind, wir können gleich falzen. Hier unten, ne, die schmaler sind, nicht die langen, die hier unten, die schmaler sind. Da schneidet ihr jetzt an diesen Falzlinien jeweils Dreiecke raus. Einmal bis zur Falzlinie hochschneiden. So. So sieht das Ganze aus. Das sind unsere Bodenlaschen. Bin gerade ein bisschen großzügig hier mit der Schere. Die ist aber auch nicht so ideal. Aber die ist halt länger als die andere. Mit der anderen mache ich mich so ein bisschen blöd, weil die so kurze Klingen hat. Aber die ist halt scharf, ne? Aber ach, die ist hier irgendwie nie so gut. Naja, nun gut. So. Wenn ihr das habt, dann müssen wir auch noch hier den Rand. Hier auch noch die Ecke weg. Oh, na, scheiße. Bis zur Falz natürlich. Nicht so wie ich. Und auf der anderen Seite auch noch. Das habe ich vergessen. So. Damit haben wir unsere Bodenlaschen. Und da das hier besser kleben soll, schneiden wir hier oben jetzt auch noch die Seiten weg, damit sich das dann nicht irgendwie blöd tut und überlappt. Also auch wieder einfach ich und gerade schneiden, ne? Das ist ha. Man kann ja auch einfach bei der Falzansetzung hochschneiden. Ach. Ich mache es lieber so rum. Ihr seht es ja, wie ich meine. Das muss ja hier nur echt nicht schön aussehen. Das wird ja eh versteckt. So. Also. Ich zeige es euch nochmal, wie es jetzt aussieht. Na? Das ist egal, wie es aussieht. Das wird nach innen geklappt. Das ist ja der Hauptteil der Tasse. Das ist der Boden. Das ist unsere Klebelasche. So. Jetzt einmal die ganzen Falzlinien einfach durchfalzen. So. Und ich hoffe, dass das jetzt hier nicht drüber läuft. Na, wahrscheinlich doch. Na, wird schon gehen. So, also einmal alles schön durchfalzen.
weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist. Ein rosa Ton. Ich hatte auch überlegt, ob ich grün nehme. Aber irgendwie fand ich das denn mit dem Papier schöner. Das rosane. So. Haben wir alles durch. Nee, hier unten noch. Der Boden. So. So, kleiner Tipp, wenn euch das zu viel ist, da ja mein Schneidebrett etwas verzogen ist, ist diese Lasche hier oben zu lang zum Reinkleben. Ich zeige es euch jetzt lieber, sonst hätte ich es auch einfach Pause drücken können. Aber ich zeige euch das jetzt so, dass die sich hier unten, ne, ihr seht's, das ist blöd. Ich schneide jetzt einfach ein paar Millimeter ab, weil ist ja eh wurscht. Also bloß keine Hemmung, einfach ab und gut ist, weil das kleben wir jetzt rein. So. Also, das ist nun gar nicht schlimm und tut auch nichts weiter zur Sache. So. Jetzt liegt es schon richtig. Wir kleben jetzt das nach innen. Lasst hier aber was frei. Ach, hier. Lasst hier an der Seite was frei, wo nicht die Klebelasche ist. Na, ihr seht das. Hier. Weil die Klebelasche wird dann dort reingesteckt nachher. Wenn wir das jetzt schon zukleben, wird es Mist. Also dort einfach keinen Kleber hinmachen. Jetzt könnt ihr Kleber nehmen, wie ihr möchtet. Ja. Doppelseitiges Klebeband könnt ihr auch nehmen, aber lasst halt die Ecke dort frei. Aber ich nehme wieder meinen lieben Flüssigkleber. So. Gehe hier nochmal drüber. So. Wunderbar. So. Jetzt ist das eure Entscheidung, wie ihr es machen möchtet. Ihr könnt das Designerpapier jetzt schon aufkleben oder ihr macht später, wenn die Tasse fertig ist. Aber jetzt in dem Zustand ist es einfacher. Ihr könnt euch auch vorher hinlegen, wie ihr es gern hättet. Guckt mal, so würde das sogar noch passen. Hier, ne? Bin ich aus dem Bild, oder? Nö. Kann man ja mal schauen, wie das hier so passt. Das passt gut. Das passt auch. Und das hier hinten passt auch. Ach, guckt mal, wie das passt. Hätte ich ja nicht gedacht. Schön. Nun gut, außer das. Da kann man natürlich noch so ein bisschen umlegen. Ach, das ist doppelt. Jetzt passt das. Waren einfach nur zwei vertauscht. So. Und jetzt einfach auch wieder draufkleben. Ich finde die wirklich so schön. Ich habe die nun öfter schon verschenkt. Weil da passt auch ganz schön was rein. Also letztens hatte ja meine Freundin Geburtstag und da hatte ich ihr ja Stulpen gestrickt und habe die Tasse als Geschenkverpackung genutzt. Ja. Ist natürlich auch gefragt. Hast du selbst gemacht? Ja, natürlich. Und dann war ich vorgestern bei ihr gewesen und dann steht die da schön auf ihrem Schrank noch. Und nutze als Aufbewahrung. Ich weiß gar nicht, was sie drin hatte. Aber ist schön. Sowas finde ich ja toll. Also manche Karten oder so, die, klar, behält man die, ne? Aber die stellt man dann weg oder legt man weg. Sowas, wenn es schön gemacht ist, stellt man dann ja auch gerne in die Wohnung, ne? Das finde ich irgendwie toll. Und das kann man dann auch themenbezogen machen. Und ich dachte mir, ach komm, ist ja schön draußen und Wetter ist ja bald Frühling. Da machen wir mal ein bisschen Blumen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir die Deko machen, aber das ist dann wieder so spontan. Gucken wir mal, vielleicht irgendwas mit Schmetterling.
So, haben wir das auch fertig. Wenn es ein bisschen krumm und schief ist, ist mir jetzt egal. Die Tasse ist für mich. Die ist für mich. So, schöni, schöni. Mich nervt gerade meine Kette. So. Okay. Wenn das ein bisschen angetrocknet ist, schlagt ihr einfach, beziehungsweise knickt das nochmal so ein bisschen nach. So. Schlagt ihr das einfach um. So. Moment. Das will sich nicht so ganz fügen, wie ich möchte. So, jetzt. Es wollte sich nicht ganz fügen, aber jetzt geht's. Klappt das einfach um. Macht sich einfacher. Und guckt, ob ihr das gut einfädeln könnt hier. Ich schau gerade mal. So. Ja, und wenn ja, dann. Ja, das ist hier nicht, ich sag ja, es ist ein bisschen verzogen, weil meine, wie gesagt, meine Fiskars bisschen so. Aber wenn das gut passt, dann macht ihr dort Flüssigkleber rauf. Also da ist Flüssigkleber wirklich besser, weil ja, mit doppelseitigem Klebeband, das klebt dann einmal und dann, wenn es vielleicht nicht richtig liegt, dann klebt es, ne? Das wäre dann blöd. So. Wenn es jetzt bei mir ein bisschen schief ist, macht nichts, weil wir stellen die ja eh gleich auf. Ne? Das ist jetzt egal, wenn das nicht gerade ist. Die wird ja eh jetzt aufgeklappt. So, lass das mal kurz antrocknen. Ja. Kann erstmal zu. So. Kurz mal gewartet. Jetzt nehmt ihr die einfach hoch und guck mal, hat eigentlich schon die Form. Da braucht ihr eigentlich nicht mehr viel rumknicken. Einfach nur mal hier schauen, ob das so gerade ist. Und ja, passt. So, dann stellt ihr euch die hin und klebt jetzt die Laschen zusammen. Ja, noch mal ein bisschen knicken. Und klebt immer die zusammen, die sich gegenüber liegen. Ja. Also nehmen wir die zuerst. Hier wieder Flüssigkleber. So. 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 Und so. Da braucht er eigentlich gar nicht lange rummachen. Weil wir drehen die jetzt um. Guckt nochmal, ob es stimmt, passt. Und stellt da jetzt irgendwas rein. So. Und da kann die so ein bisschen jetzt vor sich hin trocknen. Und wir machen derweil irgendwas. Ne. Deko und Spruch und so. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir können natürlich auch den Henkel machen. Das Stück, was wir vorher abgemacht haben. Ihr könnt natürlich jetzt ganz kompliziert, wie ich das damals gemacht habe, ach, gemessen, so, oh, ist ja ungerade und dann gefalzt und dann Millimeter abgeschnitten, wie blöd. Einfach in der Mitte knicken und gut ist. Ne? Also warum ich da so ein bisschen blöd war. Klar, Farbkarton macht es ein bisschen schwerer, aber hey, lieber so, als hinterher irgendwie Millimeter abschneiden müssen. Kann sie es auch schwer machen, ehrlich. Manchmal habe ich einen Knoten im Kopf. Wahrscheinlich nicht nur ich. Ist jetzt vielleicht nicht so schön. Ihr könnt natürlich jetzt wirklich messen und falzen. Aber hey, einmal mit dem Falzbein drüber gezogen und schon ist das Ding gerade. Ganz einfach. Da sieht man dann keine Knicke mehr. So, das kleben wir jetzt auch zusammen. Wo ist mein wo ist mein Kleber? Ja, er steht hier drin. Das kleben wir jetzt auch zusammen. So. Steckt wieder hier rein. So. So. Oh, nächste Woche kann ich dann wieder meinen Kopf schön in die Kamera halten, weil ich habe nächste Woche einen Friseurtermin. Das wolltet ihr jetzt wissen, ne? Ich weiß. Ja, fiel mir gerade ein.
So, haben wir fertig. Das sind euer Falzbein und einfach mal drüber ziehen, damit sich der so ein bisschen eindreht. So. Und das Schmuckstück kleben wir jetzt. Sucht euch jetzt eine Seite raus, wo halt vielleicht nicht so schön ist oder ihr denkt von wegen, ja, da ist super. Da kleben wir den jetzt dran. Und zwar kleben wir den einmal innen rein und einmal unten ran. Ihr könnt natürlich auch, ich will es euch nur sagen, ihr könnt natürlich auch das Ding kürzen, später das Designerpapier aufkleben und dann außen dran machen, habe ich auch schon gemacht, und dann das Designerpapier hier drüber legen. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so schön, wenn man das so arg sieht. Und hier geht es eigentlich. Ja, wenn man das so macht, finde ich eigentlich ganz schick so. Dann kleben wir das jetzt hier rein. Also einfach Kleber drauf. So. Also ihr könnt hier echt viel Schnauze machen. Ja. Also wie euch das da beliebt. Aber ein rosa Tässchen habe ich noch nie gemacht. Das ist gerade das erste Mal, fällt mir gerade ein. Die anderen waren alle immer so grün und sowas. Aber ich werde langsam zu Mädchen, glaubt ihr das? Das ist Wahnsinn. Kann selbst mein Freund nicht fassen. Ich bin ja eigentlich nicht das typische Mädchen, aber mir gefallen langsam diese Mädchenfarben. Komisch. Ganz, ganz komisch. Ich habe mir jetzt sogar Klamotten bestellt. Ich bin ja gar nicht. Ich bin auch so untypisch Mädchen. Ich gehe so ungern shoppen. Ich mag das nicht. Ich weiß nicht. Ich bin kein Mädchen, das gerne einkaufen geht. Also Klamotten, komischerweise. Weiß ich nicht. Also, ja, keine Ahnung. Für mich selber ist das nicht so. Wenn ich bei jemandem dabei bin, ist das kein Problem. Aber für mich selber Klamotten kaufen, nee. Und da hatte ich mir letztens was bestellt gehabt. Und da gab es ein Pullover. Lasst es mal kurz trocknen. Nicht, dass euch der Enkel wieder abfliegt. Und guckt mal, das beeinträchtigt auch nicht. Ne? Also wenn ihr den hinstellt, da ist nicht wirklich so dick. Also es ist nicht wirklich so dick, dass das irgendwie dolle absteht, sondern es passt. So sieht das jetzt aus. Ich hätte noch mehr reinkleben können, sehe ich gerade. Der ist ziemlich weit draußen. So, ich habe mal eben noch ein Stückchen weiter reingeklebt. Ich mag das irgendwie nicht, wenn der Henkel so riesig ist. Und drückt das mal kurz an. So sieht das jetzt aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir einen Pullover bestellt mit Blumenaufdruck. Also genau sowas hier. Ein grauer Pullover mit solchen Blumenaufdruck. Also ganz schlicht, so vintage. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber mein erster Pullover mit Blumen in meinem Leben. Oh mein Gott, aber er ist so schön. Hätte ich damals nie getragen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wenn es Frauen da draußen gibt, bei denen es genauso läuft, schreibt mir gerne mal. Das würde mich mal interessieren, ob sich das im Alter wirklich so macht. Ne? So. Fertig. So sieht es jetzt aus. Und jetzt machen wir natürlich noch einen Spruch und ein bisschen Deko. Keine Ahnung was. Ich nehme jetzt einfach ein Stück weißes Papier, stempel da einen Spruch drauf und ich glaube, ich stanze einen Schmetterling aus und das war es dann auch. Man muss das ja nicht so beladen. Hier steckt Liebe drin, ist ganz hübsch. Vielen Dank, ein kleiner Gruß. Ich wollte es ja eigentlich für mich nutzen. So, ich habe es nochmal geschaut und ich finde den hier irgendwie ganz hübsch. Von Kuchen ist die Antwort. Zähl nicht die Kerzen, sondern die glücklichen Momente. Finde ich jetzt irgendwie schön. Weiß ich nicht, gefällt mir gerade. Wo ist er? Hier. Ist auch nicht so groß. Das passt. Habe ich nicht noch ein kleines Stück Papier? Das muss nicht so groß sein. Hier. Jo. Ich guck mal, ob ich das irgendwie. So. Einfach in Schwarz. Ich könnte es jetzt auch in Farbe machen, aber auch nö. Ganz schön groß. So, ich habe gar nicht so viel zu erzählen heute. Komisch. Ich dachte, ich sabbel euch heute die Ohren voll. Hatte ich mir vorhin so gedacht, aber.
Ich mache das mal hier hin, weil vielleicht noch irgendwas drunter tun. So. So, ich habe das jetzt einfach gerade ausgeschnitten und klebe mir das jetzt hier auf das Grüne, dass ich da noch eine kleine Mattung habe. Und das Grün ist meiner Meinung nach das ähnliche wie hier drauf und deswegen passt das. Oh, ich muss niesen. Hatschi. Na, ist weg. Ich finde Niesen so toll. Also, es ist so befriedigend. Ich weiß nicht. Wenn ich niesen muss, das ist schön. Ha, jetzt ist es aber weg. Ich niese mindestens einmal am Tag. Ist das bei euch auch so? Komisch. Moment. Ich erzähle euch heute wieder Sachen. Also ehrlich mal. Ach. Naja, nun gut. Schneide ich jetzt aber nie extra raus. So. Das kommt jetzt. Also, ich könnte jetzt gucken, wie möchte ich die haben? Möchte ich die so auf meinem Tisch haben? Ne? So oder so. Das ist irgendwie die schönere Seite, habe ich das Gefühl. Oh, guckt mal. Wie schön. Dann klebe ich mir das jetzt hier schon mal rauf. Und dann stanze ich mal noch Schmettis aus. Mache vielleicht noch ein Band drum und dann dürfte es auch gewesen sein. Also da seid ihr wieder komplett frei, wie ihr was macht. Knall ich mir jetzt hier unten hin. So, sehr schön. Ich lege euch das mal her, dass ihr das seht. Hier sieht es aus. So, Schmettis aufstanzen. Also, wenn ihr zum Beispiel das von SU habt, was ja, also wer momentan noch bestellen möchte, da gibt es so manche Sachen, da steht noch nicht mal fest, wann es nachgeliefert wird. Das ist sehr schade. Die haben anscheinend ein paar Probleme mit dem Nachliefern. Ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise mit dem Produzieren, weil das steht schon länger dort. Steht nicht fest, wann es kommt. Aber nun gut. Wir müssen, ja, schade für einige, die warten müssen. Ist blöd, ne? Ich dachte mir, die hier. Und okay, Frage hat sich erledigt. ich habe kurz mal Pause gemacht, weil ich wollte euch jetzt nicht wieder warten lassen, bis ich mich hier entscheide, was ich nehme. Ich habe jetzt von meinem letzten Video dieses Transparentpapier, was ich ja verwendet habe. Guck, mein Schmetti ausgestanzt. Ist ja schön. Da nehme ich den jetzt. Und guck mal, ob ich hier noch vielleicht. Oder ich nehme noch einen zweiten davon. Moment, ich drehe mal um. Das lässt sich auch schön aufstanzen. Ist ja nicht so dick. Zack. So. Oh, guck mal. Wie süß. Die nehmen wir. So. Martha Stewart Pflanzen. Ich sag's nochmal, falls Fragen aufkommen, was das ist. Von Martha Stewart. Einfach mal bei Google eingeben. Und dann klebe ich mir die jetzt hier auf. Achso, ich wollte vielleicht noch ein Band drum machen, ne? Knall ich mir erstmal hier oben hin. Ihr könnt natürlich jetzt an jede Seite was kleben, wie ihr möchtet. Ich guck mal jetzt nochmal wegen Bändchen. Ich glaube, ich nehme mir ein Stück weiße Kordel und mache mir hier ein Schleifchen. Ich habe jetzt so einiges durchprobiert. Das war mir alles zu aufdringlich. Ich möchte es gern schlicht haben. Ja. Da kann man dann sogar noch was reinstecken an den Seiten, wenn man es nicht zu fest macht. Oh, jetzt ich wieder. Schleife binden. Mach's mal hier drüben. Komm hier. So, 10 Minuten später. Ich hab's hingekriegt. Warum steht der hier offen rum? Schleife machen. Auch immer ein Akt. So. Ein bisschen kürzen. Falsche Schere. Jetzt hat die sich natürlich wieder. Bleibst du liegen?
möchte heute nicht. Die Kordel will heute nicht mit mir. Komm, sei lieb. Ich klebe die sonst fest. So, apropos festkleben. Ich habe hier noch zwei kleine Schmettis. Ich glaube, die klebe ich auch noch drauf. Und dann würde ich gern mal wieder. Ich habe schon lange keinen Strass mehr verwendet. Gibt's das? Wenn ich den hier hinklebe, ist das schön. Ja, die Schleife ist schön unscheinbar, das gefällt mir. Ich hatte eigentlich die andere Kordel, die hier, aber die hat mir irgendwie zu sehr geglitzert. Fand ich gerade zu aufdringlich. So. Jetzt kommt der Glitzer nämlich. Also. Hier. Gucken wir mal. Ich dachte mir das so als hier so auf den Körper. Würde ich irgendwie schön finden. Ja. Ja. Ja, du kommst, du kriegst auch noch einen. Ja, nicht so geizig hier. Ja. Nee, nee, nee. Dein Flügel muss hoch. So. Wollen wir dem auch noch eingeben, oder? Nö, ach, das ist mir zu viel. So, ihr Lieben, ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange brauche, weil ich das ja schon so oft gemacht habe. Aber egal, wir haben ihn fertig. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gut. Ich komme mal hoch, lege mal alles weg, damit ihr es gut sehen könnt. So. So sieht das gute Stück jetzt aus. Also, wie gesagt, ihr seid da komplett frei in Farbe, in Form, naja, in Form nicht, aber in Farbe. Und wie ihr das Ganze machen möchtet, ich kann nicht mehr reden. Es ist Zeit für mich, das Video zu beenden. So, die Schleife will auch nicht. Naja, stellt sie euch bitte in schön vor. Aber ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, ihr seht alles gut. Jetzt haben wir es scharf. Wie gesagt, ihr könnt auch noch hier hinten jetzt irgendwas drauf machen. Aber ich wollte es ja schön schlicht haben. Und ich stelle mir die ja so hin. Und da sehe ich ja hinten nicht unbedingt, was drauf ist. Deswegen. Und guck mal, passt eigentlich. Also, wenn meine Faust da reinpasst, beziehungsweise meine Hand, passt da eigentlich eine Menge rein. Weil meine Hände sind ja nicht gerade klein. So. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wie gesagt, ich habe die schon ganz oft gemacht, weil ich das so schön finde als Geschenkverpackung. Ich sollte die Klappe halten. Ihr Lieben, viel Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!